Köln 50667. Bea Tillmann, Danny Liedtke, endlich wieder zusammen. Schon bald ist Bea Tillmann als Maike wieder bei Köln 50667 zu sehen. Auf neuen Fotos zeigt sich endlich wieder mit Co-Star Danny Liedtke. Auf diese Rückkehr warten viele Köln 50667-Fans. In den kommenden Wochen ist Bea Tillmann als Maike erstmals wieder bei Köln 50667 zu sehen, nachdem sie zuletzt zwischen 2013 und 2014 in der Kultserie auf RTL 2 beschäftigt war. Wann und wie genau Maike ihr Comeback feiern wird, ist derzeit noch ein großes Geheimnis. Kein Geheimnis ist hingegen, dass Bea Tillmann auf ihrem Instagram-Account wieder regelmäßig über ihren Alltag bei den Köln 50667 Dreharbeiten berichtet und sich im Beisein ihrer Kollegen zeigt. Dass sie besonders zu einem ein ganz besonderes Verhältnis pflegt, bewies Bea Tillmann bereits vor einigen Tagen mit einer süßen Liebeserklärung an Co-Star Danny Liedtke. Nun zeigen sich die beiden endlich wieder zusammen im privaten Rahmen und posierten für gemeinsame Fotos. Über das Tyler SCHG Instagram-Posting schrieb Bea Tillmann einige emotionale Zeilen, die sie ihrem guten Freund und Köln 50667 Kollegen Danny Liedtke gewidmete. Cause friends are the family that you chose and I thank God that you chose me. I'm thankful it chose you, Michael Patrick Kelly. Zusammen ernst sein, zusammen lachen, zusammen weinen. Zusammen wachsen. Danny Liedtke, du bist einfach ein steiler Zahn. Auch Danny Liedtkes Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Ich hab dich lieb, hör mal. Die Fans von Bea Tillmann sind vom süßen Instagram-Posting jedenfalls begeistert und verteilen für die lieben Worte sehr viele Herzchen in den Kommentaren. Ob sich Maike und Kevin auch bei Köln 50667 so lieb haben werden? Werden wir wohl erst in einigen Wochen in der RTL 2-Serie erfahren.